Kamera läuft, das sollte hinpassen. Ja, Akku voll, 81 reicht. Ja, willst du auch herkommen? Ja, auch gut, ne? Ja. Ah. Hm, kleines. Dir geht's gut, ne? Ja, meine Lieben. Ihr seht ja, wir haben ein bisschen was geschafft. Hier im Wohnzimmer. In den letzten Tagen, in der vergangenen Woche, kamen noch die letzten Pakete an, damit wir endlich die Couch zum Beispiel zusammenbauen konnten. Paula war hilfsbereit, die hat einen Plan vorgelesen, ich habe nachgebaut. Ja, ne? Ja, so sieht's aus. Es ist ein relativ einfacher Stil von den Möbeln her. Und recht leicht, dadurch, dass ja wie eine normale Couch hat ja dicke Lehnen und gehen runter, vorne geschlossen, auch bis zum Fußboden runter, wirken die Möbel recht leicht. Staub, Dreck oder was runterfällt und was man eventuell sucht, kann sich nicht mehr so unter die Couch verstecken. Man sieht alles, leicht zu reinigen. Schöne Ecke ist das. Mein altes Sideboard, was ich aus Hamburg mitgenommen habe, habe ich aufgefrischt, natürlich vorher noch alles abgeschliffen, Kanten mit der Oberfräse per Hand weggefräst. Vorher waren viele Kanten einfach eckig, kantig. Und jetzt habe ich die Sache ein bisschen abgerundet, abgefräst per Hand, nachgeschliffen. Vorher war es ja buchelhell und ich habe es mit Beize bearbeitet. Nussbaum. 3 Schichten Beize drauf gemacht, bis mir die Farbe gefallen hat. Und nachdem halt die ganze Beize drauf war, jetzt noch mit Bienenwachs versiegelt. Flüssigen Bienenwachs. Hier in der Wohnung riecht es momentan wirklich absolut Honig, kann man sagen. Es ist ein süßlicher Geruch, den man kennt von, sag ich mal, von Wachskerzen, Bienenwachskerzen. Wenn man diese mal dran hält und dran riecht, oh, so süßlich, ja, honigartig, süß. Und so riecht es halt auch dadurch, dass ich die Möbel, zumindest das Sideboard, so hergerichtet habe. Gefällt mir, ist eine Abwechslung, alte Möbel, halt aufgearbeitet. Und wenn mir irgendwann die Farbe nicht mehr gefällt, ordentlich abschleifen. Und ja, eine andere Farbe rauf oder Natur lassen. Das ist, ist der Vorteil halt, wenn man Möbel hat aus Vollholz. Das ist kein Sperrholz, genauso wie die Couch, das ist alles Holz pur. Also ich könnte die vielleicht auch nochmal nachbearbeiten, dass die ein bisschen dunkler werden. Aber das wird eventuell ein paar Jahre kommen, wenn man sich die Farbe übersehen hat. Die Glückskastanie soll das heißen, wurde mir schon mal gesagt bei Instagram. Habe ich mir gekauft, gleich in der Größe, haben die in der Gärtnerei auch gleich vernünftig umgetopft, in einen großen Topf rein. Vor allem im Geschäft stand der kleine Topf, eine große Pflanze und jetzt haben wir einen vernünftigen großen Topf. Haben die alles gemacht, schöne Deko, ohne Aufpreis, ein bisschen Moos rein, ein paar kleine Äste, damit der Topf gut aussieht. Das ist Service, muss ich sagen. Ja, das Bild, was jetzt hinter mir hängt, das ist eigentlich gedacht fürs Schlafzimmer. Wer schläft denn nicht gerne unterm Baum? So wie mit Paula jetzt auf unseren Reisen, gerade im Sommer, unterm Baum, Mittagsschlaf, Pause. Aber es gefällt mir relativ gut hier. Das werden wir sehen, wenn das Schlafzimmer fertig ist. Momentan liegt die Matratze ja noch alles auf dem Boden. Ob das Bild wirklich nochmal dahin kommt, ins Schlafzimmer oder ein anderes, oder mal gucken. Aber momentan sieht es gut aus. Andere Bilder von unseren Reisen hängen halt über ein Sideboard. Analoge Aufnahmen vom letzten Jahr, beziehungsweise von 2021, wo wir bis nach Tschechien sind. Ein Foto, beziehungsweise ein anderes Foto ist ja noch von unserer allerersten gemeinsamen mehrtägigen Tour und jedes Bild hat eine eigene Geschichte und
Guck mir das gerne an, was hier so rumhängt. Ja, also werde ich in Zukunft öfters machen, weil einige Bilder aufhängen, die halt wirklich klasse sind, die ich mir auch regelmäßig mal aufs Handy angucke. Und es ist so schade, die Fotos auf dem Handy zu verstauben, deswegen an die Wand und Bombe. Demnächst werde ich noch mal sehen, dass wir einen Tisch reinkriegen. Ich hatte hier den Tisch aus Hamburg auf den Boden gelegt, die Tischplatte. Gefiel mir absolut nicht mehr. So dominant der Tisch, großeckig, kantig. Ich glaube, hier wird dann ein etwas schmalerer Tisch kommen, oval geformt. Mal gucken. Und der passt, glaube ich, besser auch zum Sideboard, was ja abgerundet ist, was ich mir so damals ausgearbeitet habe, um halt die Sache ein bisschen abzustimmen. Aber was noch kommt an Deko und ob irgendwann noch andere Wandfarben kommen, werden wir später sehen. Erstmal einrichten, wenn mir doch noch die Lust nach Farbe ist, dann ist wenigstens komplette Einrichtung drinne. Man kann besser abschätzen, was dazu passt. Und werden wir sehen. Also ich mache komplett alles anders wie im Vergleich zu früheren Wohnungen, wo man zum Beispiel eingezogen ist. Aber wir gehen nochmal Möbel kaufen, wir kaufen das, 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 das. Das sieht gut aus, rein und nachher irgendwann so nach ein paar Wochen, das gefällt mir doch nicht so richtig. Na naja, nun steht das hier, ne? Und die Wandfarbe ist auch schon dran. Ne? Ah, lass das. Und deshalb, es wächst langsam die Wohnung nach und nach. Was mir gefällt, was könnte passen. Eindrücke sammeln über die Zeit. Und ja. Ist eine klasse Wohnung. Hell, warm. Wo wir jetzt eingezogen sind, dann kam eine leichte Frostperiode an, bis minus 6, 7 Grad. Aber das Haus ist so top isoliert. Ich habe die ersten 1,5 Wochen gar keine Heizung aufgedreht. Minus gerade draußen, geschneit hat's. Und in der Wohnung ging es nicht runter unter 18,5 Grad. Obwohl ich morgens gelüftet habe, 5 Minuten Stoßlüften, die großen Fenster auf. Fenster zu, Runde mit Paula nach Hause gekommen. Oh, es ist warm hier. Es ist richtig warm, die Wohnung. Und ich habe mal versucht, dreh mal die Heizung auf. Ja, sagte, mach mal auf 2 die Heizung. Uff, Viertelstunde später die ganze Wohnung auf 22 Grad. Also, wenn man heizen will, die Wohnung ist so gut isoliert. 1, auf Stufe 1 haben wir 21 Grad. Konstant. Aber im Prinzip glaube ich, wenn später, oder ich kriege es ja schon mit, wenn Videobearbeitung jetzt machen, das Video, Laptop läuft ständig, der bläst ja auch seine heiße Luft raus. Es ist fast wie ein Passivhaus. Alle Verbraucher, Körperwärme und elektrische Geräte und heizen die Wohnung. Die Heizung bleibt eigentlich kalt. Ich habe die jetzt, wie gesagt, erste Zeit ausgehabt. 2 Tage geheizt, mal versuchen. Viel zu warm. Jetzt ist es wieder komplett aus. So wie heute Morgen mit Paula die Rundfahrt gemacht bis zum Komoroer See, war die Wohnung bei 5 Grad Außentemperatur ungefähr 3 Stunden gelüftet. Ich habe richtig weit aufgemacht. Und Fenster zu, wo wir ankamen, ja, halbe Stunde später durch die Körperwärme oder Fernseher, Laptop. Wenn die Hitze abstrahlen, die Wohnung ist warm. Na, die letzten Tage, wir hatten noch, seitdem wir hier sind, ungefähr fast 5, 6 Tage durchgehend Winterwetter gehabt. Schön Schneefall mit Paula ab in die Natur. Ja, durch den Wald. Willst du den Ball haben? Wir haben meinen Vater besucht, damit ich halt meinen Überblick habe, was hat er an Material, an Holz, alles oder irgendwelche anderen Goldschätze. Willst du abhauen hier? Willst du gehen? Dann geh.
Was mein Vater an möglichen Goldschätzen hat, da haben wir uns zu ihm schön durch den Wald gequält, durch den Schnee, durch ja, verschiedene Steigungen, Wege, alles. Aber wunderbar, ne? Mal wieder so Schnee erleben, alles. War ja so in Hamburg nicht unbedingt möglich. Ne? Aufgrund, ja, Stadt ist allgemein ein bisschen wärmer immer als das Umland, Schnee schmilzt. Aber wir hatten schön Schnee gehabt hier die Tage. Ja, viele Fotos gemacht, gefilmt. Gimbal zwar nicht mitgehabt, ist es bei den Temperaturen auch ein bisschen schwierig, das Gimbal alles zu bedienen. Mit Handschuh, die ganzen Knöpfe, die mit einer Hand bedienen und die Kälte denn. Und naja, wir waren bei meinem Vater. Holz begutachten, was hat er denn Schönes? Ja, bei meinem Vater alles durchgeguckt. Wir können ein Bett bauen aus Baumstämmen, ganze Bäume können wir uns hier hinlegen. Und unser Bett bauen. Aber ja, es soll schon ein bisschen rustikaler, ländlicher Stil werden. Ich habe da auch schon was im Hinterkopf. Ich weiß jetzt auch wirklich, was kann ich machen. Ich habe viele Skizzen gemacht, ein schönes kleines Notizbuch mal aufgeschlagen, wenn mir abends was eingefallen ist. Skizzen rein, wie können die Verbindungen aussehen vom Holz und. Ne, weil ich will mein Bett bauen. Das wird ja bisschen höher, 75, 80 cm hoch das Bett. Dann kann man schön bequem ein- und aussteigen. Hat unterm Bett noch reichlich für große Kisten zum Unterschieben. Ja, Stauraum, ne? Aber Stauraum ist eher unwichtig. Denn wir haben ja den schönen ja, Abstellraum, sag ich mal. Ne, da habe ich auch schon mit meinem Vater drüber gesprochen. Also die Tür fliegt komplett raus. Weil das ist eine Tür, die geht in den Raum rein, in den kleinen Raum, nimmt gut ein Drittel an, mehr als ein Drittel. Mehr als ein Drittel Platz ein von den Raum. Ja, ich habe alles ausgemessen, muss mal die nächsten Tage mal gucken, was Schönes an Sperrholz kriegen, an Platten. Damit wir ein schönes Regalsystem reinbauen. Tür fliegt raus, kommt ein Vorhang vor, fertig. Ja, das werden wir erstmal machen. Wie war das? Kommt als nächstes, dass ich ein vernünftiges Bett habe zum Ein- und Aussteigen und ich quäle mich hoch vom Boden und furchtbar. Irgendwann war der Schnee weg, es wurde besser das Wetter. Wir haben schon erste kleine Ausflüge gemacht, zum Beispiel nach Salem, hin zum Sportboothafen und am Comorer See. Wir hatten nach Salem schönen Rückenwind gehabt, Südwest war er. Genau, Rückenwind. Zurück mussten wir uns ein bisschen durchkämpfen, aber es machte nichts. Also, das sind jetzt ungefähr 9 Kilometer bis dahin. 9 Kilometer hin, zurück. Haben wir alles wunderbar überstanden. Ja, Komoro waren wir jetzt auch schon. Andere Seite vom Komoroer See. Auch da habe ich das Gimbal mitgehabt. Nicht so verwackelt, ne, wie der eine Gruß. Und ist angenehm. Also wenn wir jetzt, sage ich mal, von hier, von der Wohnung, von Maltin aus nach Kummerow oder Salem fahren, sind da mitten in der Natur, mitten am See, haben dann ungefähr 8-9 Kilometer hinter uns gebracht. Und die Kilometer hier, wenn man jetzt so ländlich wohnt, sind ganz anders, wie wo wir in Hamburg waren. Unsere alten Wohnungen bis zur Alster zum Beispiel, wenn man ein bisschen mehr Wasser haben wollte, am Wasser liegen, sitzen und. Hatten wir schon mindestens 10, 11 Kilometer zu fahren. Und dann hat man noch mehr 1000 Leute um sich gehabt, klar, Hamburg Großstadt. Und der ständige Verkehrslärm im Hintergrund, immer so ein Rauschen von den Autos. Und haben wir hier nicht. Ist einfach nur furchtbar hier in der Wohnung. So ruhig, muss ich sagen. Also. Eine Nacht fragte ich mich, was ist das für ein Geräusch? Wo kommt das her? Und was ist das? So, hat sich ja mittlerweile herausgestellt, meine Festplatte, wenn der Computer runtergefahren ist, auch meine externe Festplatte, wenn der Computer runtergefahren ist, die läuft weiter. Die rotiert, rotiert, rotiert. Und das macht ein bisschen Geräusch. Und wo ich im Bett lag, bis zur Festplatte, quer durch den Raum, so 5 Meter, das war deutlich zu hören mitten in der Nacht. So leise ist das hier. Habe ich in Hamburg gar nicht gehört. Da war die Festplatte 2 Meter von mir entfernt, vom Kopf.
Und ja, ein anderes war noch so ein Netzteil von einer Stehlampe, die ich habe. Das Netzteil, wenn es in der Steckdose drin steht, das fiebt ganz leicht. Vorher nie gehört. Hier, woher kommt das? Was ist das für ein Geräusch? Also so ruhig ist das hier. Und diese Entspannung und Ruhe hat sich auch deutlich bei Paula ausgewirkt. Sie hatten in der letzten Zeit ein Hoch an gutem Verhalten, an Benehmen. Da es so ruhig ist und ich habe es da mitbekommen in den letzten Wochen und Monaten in Hamburg, wo ich wirklich den ganzen Tag mit ihr in einem Raum war, alles Mögliche, was im Treppenhaus los war, die Leute stampfen die Treppen hoch oder runter und ecken überall am Gelände an, wenn sie Einkauf hochschleppen, die lieben guten Nachbarn. Oh Gott. Alles zu hören und Paula hat darauf reagiert und hat Backen erstmal gemacht, so ein leichtes innerliches Bellen, kann man sagen, so ein Nuffen, so uff, uff. Ist hier absolut reduziert. Ja, dadurch, dass die Wohnung ja so gebaut ist, wir sind relativ weit weg vom Flur, vom Treppenflur. Gelegentlich hört man den Fahrstuhl hoch und runterfahren, wenn er anläuft, hört man ihn surren, aber das ist nicht weiter schlimm. Durch die bodentiefen Fenster, Paula guckt auch raus aus dem Fenster oder beziehungsweise sie legt sich auch gerne auf den Balkon. Ich kann das Hundebett hinlegen, wo ich will. Ist egal. Sie will immer hart liegen auf den harten Balkonboden, auf den Fliesen, aber soll sie machen. Noch ist alles weiß gestrichen hier. Wirkt erstmal relativ schön hell alles. Ich habe da schon ein paar Bilder aufgehängt hier. Oder hier später, wo der Fernseher hinkommt. Ich habe leider irgendwo die Schrauben gelassen, dass ich den Fernseher auf den Tisch, auf den Fuß montieren kann. Deshalb steht erstmal kein Fernseher hier im Raum. Aber alles vorbereitet. Die Lautsprecher kommen auch noch an die Wand montiert, vernünftig. Dass sie nicht wirklich auf dem Sideboard stehen, sondern halt ja, 10, 20 cm drüber schweben, im richtigen Winkel her. Und dadurch, dass wir uns das Wohnzimmer ausgesucht haben als den kleinsten Raum, was eigentlich Schlafzimmer sein soll, haben wir das Wohnzimmer gemacht. Stehen die Lautsprecherboxen im perfekten Abstand und Winkel zu mir bei der Videobearbeitung und sowas alles, wenn ich das hier machen würde oder Filme gucken. Ja, also die sehen zwar groß aus, die Lautsprecher, die sind nicht gemacht für Lautstärke, nicht unbedingt. Dafür ist die Qualität der Yamaha-Lautsprecher wow. Also bevor ich angefangen hatte bei meiner letzten Firma, die haben ja viel gemacht mit HiFi und sowas alles, wo ich da erstmal richtige Lautsprecher mein Leben gehört habe. Wow, klasse Klang. Musste auch zu Hause haben. Da habe ich mir die Lautsprecher besorgt, habe ich die zum Glück gebraucht bekommen. Sonst würde einer, glaube ich, um die 400 € kosten und ich habe, glaube ich, für beide 400 € bezahlt damals. Das war noch alles vor meinem Unfall. Und naja, und damals, wo ich die Lautsprecher angeschlossen habe am Fernseher, meinen ersten Film geguckt habe, was ist das hier? Wo kommt hier alles her? Die Geräusche, Filme, die ich von vorne bis hinten kannte, mit den guten Studiomonitoren angehört habe. Da sind Töne und Geräusche alles zu hören, wo man vorher am normalen Fernsehlautsprecher gar nichts wahrgenommen hat. Deshalb sind die auch in den Umzugskarton einzeln gewesen. Große Aufschrift, scheiße teuer, Musik stand drauf. Und die haben es gut überstanden hier. Ich habe schon mal Probelauf gemacht. Funktioniert alles. Zwischenzeitlich waren wir auch schon in Hamburg wieder mal, haben das letzte zurückgeholt, was ich hier brauche, wahrscheinlich. Einige Sachen, die anfänglich nicht überlebensnotwendig waren, nachgeholt. Die große CNC-Fräse, die hat dazu Rollen unterbekommen, die kommt später unter das Bett geschoben. Und ja, die soll nicht irgendwo nass kalten Keller stehen oder sowas, alles kommt hier in eine Wohnung.
Und wenn ich die doch nochmal arbeiten muss, kann ich die auf den Rollenbrettern rausschieben. Draußen in den Fahrstuhl, hoch, runter, wo ich will. Ein paar Kleinigkeiten nachgeholt, Material aus meiner Werkstatt. Holz, Kunststoff, Metall nachgeholt. Kopfablage auf dem Schalthebel. Ah, oh, kleines. Massage. Ja. Der Segelflieger, komme ich nochmal zum Fliegen hier, das wäre geil. Aber auch meine alten Projekte aus dem technischen Modellbau, die Johannes Dahlmann zum Beispiel, der Eisbrecher, war einer der ersten Eisbrecher, die in Hamburg gebaut wurden. Ich bin durch Zufall an originale Werftpläne gekommen. Alt, fast zerbrechlich, das Papier habe ich digitalisieren lassen. Konnte ich das Modell 3D erstellen? War ja mein Beruf so, 3D-Sachen erstellen. Und habe ich dann nachgebaut im Maßstab, Motor, alles drinne, Steuerung. Ne? Vielleicht komme ich noch irgendwann mal dazu, nochmal zu fahren, das Ding. Aber es steht hier. Ist ein schöner Anblick. Also, das ist mein Meisterstück, könnte man beinahe sagen, von der Qualität, die ich damals erbaut habe. Ah, ja. Ne, zwei Rümpfe von Segelbooten noch. Ne, mal gucken, vielleicht werde ich die noch mal früher oder später mal fertig bekommen. Mit Paula am See fahren. Paula kann schnüffeln, wo sie will, gelangweilt mich anmachen. Ne, beweg dich mal und während ich da ein bisschen ferngesteuert die Segelboote fahren lasse. Ja. Es wird nach und nach. Gefällt zwar meine Mutter nicht. Die würde am liebsten sofort, oh, hier sind die Lampen und da und das und das. Ich sag Bescheid, ich bestelle hier und da. Nein, bleib ruhig, ich mache alles. Also, ich glaube, die Wohnung wird besser und angenehmer, wenn die nach und nach wächst. Ne, von null aufbauen. Das wird. Eine große Autobatterie aus Hamburg mitgebracht, die stand schon lange im Keller. Die hat viel größere Kapazität. Und daher werde ich versuchen, die vernünftig anzuschließen an die Solarplatte. Die Solarplatte auch noch sichern. Die liegt eigentlich nur jetzt so da auf, wo die Blumenkästen sind. Und mal versuchen, ein paar Kabel reinzulegen in die Wohnung für 12 Volt. Denn die Stehlampen, die laufen ja auch über ein Netzteil. Und das Netzteil liefert 12 Volt. Und wenn man das alles, die Stehlampen, in der Wohnung versorgen kann mit der Solarenergie, da kann von morgens bis abends die Sonne scheinen. Ja, Quatsch. Das Licht brennen, ohne auf die Stromkosten zu gehen. Ja, früher mit meiner Ex noch, wo ich damals mit ihr zusammen war und gelebt habe, war es schon wieder Licht an. Ich brauche Licht. Ich brauche Licht. Weiß nicht, ob ich irgendwie blind bin, aber im Dunkeln sehe ich auch relativ gut. Aber ist egal, ich brauche Licht, ne, wenn ich irgendwo bin, arbeite und komplett im Dunkeln sitzen, ist auch doof. Es wird. Und wenn nach und nach Schlafzimmer fertig ist, der Arbeitsplatz auch noch, dann stelle ich auch noch alles vor. Wenn auch noch der Tisch da ist, machen wir mal eine komplette Wohnungstour, glaube ich mal, für Leute, die es interessiert. Aber ansonsten steht alles hier, Kameras ausgepackt, hingestellt, die ich nehme. Auch die Doppel 8 mm Kamera. 16 mm. Die funktioniert, die Kamera. Die Filmkamera. Film drinne, 10 Meter. Vielleicht mache ich da auch damals mal irgendwann mal einen Film draus. Hat zwar keine Tonaufnahme, aber ein klassischer Film, ein Videoprojekt. Könnte was haben, ne? Aber naja, mehr fällt mir nicht ein. Warme Wohnung. Eingerichtetes Wohnzimmer erstmal grob, Tisch fehlt, erste Pflanzen, Blumen, Bilder, letzten Sachen aus Hamburg weggeholt. Mal gucken, vielleicht fahren wir irgendwann noch mal dahin, aber das Nötigste ist weg, das Größte und das Nötigste, das Teuerste ist weg und ja. Und gesundheitlich kann ich bei mir noch sagen,
Mein Tinnitus ist tagsüber jetzt zu 99% weg. Gelegentlich höre ich noch mal ein Fiepen, aber es ist nach ein paar Minuten wieder weg. Aber am Tag, sage ich, wie gesagt, ist er weg zu 99%. Und ich höre ihn noch mal abends beim Einschlafen, sonst ist er weg. Den habe ich in Hamburg ständig gehabt. Und ich war auch froh, wenn wir auf Reise waren. Entspannung pur, dass der Tinnitus sich verpisst hat. Naja. Mal gucken, was wir draus machen. Wer es auf, uns auf Instagram folgt, der weiß ja, dass ich da täglich was hochlade und nach Fragen fragen. Wenn ich einige frage, wer kann helfen, Idee und sowas alles, könnt ihr da nochmal reinschnuppern. Aber sonst fällt mir jetzt nichts ein. Ihr habt ein Update. Erste kleine Touren sind gemacht zum See, hin und zurück, 20 Kilometer immer. Ungefähr. Ist entspannt hier. Obwohl mir manchmal die Enten einen Streich spielen. Denn ich habe auf meinem Handy Nachrichtenton für SMS oder WhatsApp oder sonst was für Nachrichten. Eine Ente, schnattert eine Ente. Habe ich hier aber Fenster offen. Und die Enten fliegen lange rein im Park. Merk, 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 merk. Und ich gucke, ist gar nichts da. War eine Ente draußen. Ja, so. Ein bisschen Mobbing ist das von der Natur her. Oh. Paula, willst du auch noch mal ins Bett kommen? Ins Bild? Nee, ich glaube nicht. Mal gucken, was die macht. Ich hatte eine DB-Kamera aufgestellt im Schlafzimmer. Ne, aber so. Die liegt bestimmt auf dem Bett. Also. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns, bleibt gesund und ich halte euch auf dem Laufenden. Und eine erste Tour sind wir schon eingeladen zu Pfingsten mit meinem Vater und Bekannte, die man lange nicht gesehen hat. Also sind Fremde, mehr oder weniger, kann man sagen. Ne? Sind wir eingeladen. Eine Tour, Radtour. Nochmal Dankeschön für das eine Paket, was für Paula kam. Große Futterpaket von Amazon, was. Unten in der Beschreibung drin ist ein Link für unsere Wunschlisten, ne? Wenn einer mal reingucken will. Na, vielleicht kommt da noch mal was zu meinem Geburtstag bald. Man weiß es nicht. Mal sehen, wer aufgepasst hat. Ja, ciao.